Hi Leute, wir sind die Typen, die hinter dem Newsmister stehen. Ich bin 30 Raffi, der Erfolgfreaker, auch bekannt als Raffi und Nomi. Genau. Wir sind auf dem Weg nach Kaiserslautern zum Betze, um eines der wohl langweiligsten Spiele der Bundesliga-Geschichte anzusehen. Sehr langweilig. Kaiserslautern gegen den ersten FC Nürnberg. Da wird bestimmt eine super Kernstimmung sein. Ja. Da der erste Kaiserslautern ja schon abgestiegen ist, rechnen wir damit, dass keine Sau ins Stadion kommt, außer vielleicht die Nürnberger, weil die kämpfen ja noch um Abstieg, haben letzte Woche, wenn ihr mein Video geguckt habt, wisst ihr jetzt, dass die Klubberer ja 4:1 gegen Schalke gewonnen haben. Und ja, wird bestimmt ein super langweiliges Spiel. Ja. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten. Wir werden jetzt ein Video im Stadion machen, dann vielleicht eine Stimmungsprobe. Während dem Spiel vielleicht ein paar Chancen abfilmen, genau. Eine Halbzeitanalyse und das Stadion, vielleicht wenn es voll ist. Ja, es wird nicht voll sein. Ja. Und dann halt noch am Ende und dann machen wir unser Fazit und dann sehen wir uns am Montag, bringe ich wieder das neue Video raus über diesen Spieltag. Wir spielen ja auch gleichzeitig das Revierderby Schalke gegen Dortmund und das Nordderby Hamburg gegen Hannover. Also es lohnt sich dabei zu bleiben und ja, ciao, bis nachher. Hi Leute, wir sind jetzt in Lautern und da oben ist jetzt der Betzenberg und wir müssen jetzt da hochlaufen. Ja. Ziemlich unspaßig. Wir melden uns dann nochmal aus dem Stadion live. Wir sind hier am Stadion. Da! Und jetzt und wir freuen uns schon drauf. Ja. Wir sind nämlich Osttribüne, Block 20.4. Nicht bei Nürnberg. Reihe 59, Platz 24, der Schwellenberg. Ich bin für Lautern. Also wir haben uns jetzt bis nach hier oben durchgeschmuggelt und guckt euch mal die Aussicht an. Wir haben wohl die beschissensten Plätze, die es überhaupt gibt. Wir so sind geil! Hier mal zurück. Niemand, kein Mensch da. Niemand. Wo sind die Lautern-Fans? Auf geht's Lautern. Also wenn ihr hier mal seht, da sind wahrscheinlich die Lautern-Fans. Dort hinten sieht mir nach Nürnberg aus. Nee, da sind die Nürnberger. Oder da sind die Nürnberger. Ja, das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil hier scheiße. Das ist so scheiße. Wir sitzen mal wieder im Nürnberg-Fanblock, ja. Voll bei den. Guck, da kommt jetzt schon wieder einer. Und den filmen wir jetzt aber nicht ab, oder? Man kann aber hier, wenn du das mal filmst, das Glasdach, finde ich so geil. Das hier. Du hast perfekten Blick aufs Spielfeld und auf die Lautern-Fan-Tribüne. Und dieser geile Monitor da unten. Vielleicht sieht man den da. Ja, der da. Der ist hammergeil, ey. Mein Vater, mein Bruder und sein Freund werden da drüben sitzen. Da auf dieser geilen Tribüne, auf dieser Nordtribüne. Ja. Und ein paar Freunde sitzen sich jetzt da hier hin. Wir sind jetzt schon mal vorgegangen. Ich muss sagen, es hat eine halbe Stunde gedauert. Wir sind ungefähr 50.000 Treppenstufen gelaufen. Ja. Und jetzt sind wir hier am beschissensten Platz im Geistkreis. Gerade eben hast du gesagt, der wäre gut. Nein, er ist nicht. Er hat nur eine geile Aussicht aufs Dach. Ja. Scheiße. Aber geile Monitor auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns aufs Spiel. Würde ich auch mal sagen. Nachher sehen dann die Spieler, wenn sie einlaufen. Genau, und dann machen wir noch einen kleinen Stimmungstest, wie vorhin erwähnt. Ja. Ja. Wir werden es dann bald wieder sehen. Ja. Schützkowski. Ja, tschüss. So, jetzt müssen wir ja noch Tipps abgeben, ne? Ja, also ich würde 1:2 für Nürnberg tippen. Also ich sag, es geht 1:0 für Nürnberg aus. Und ja, wenn du mal jetzt hier auf die Tribüne springst, ist schon ziemlich voll. Und wir haben noch nicht mal 3 Uhr. Aber von den Nürnbergern sind auch ziemlich viele da. Ja, und sehen wir vielleicht die Fahne. Oder die Schwenkwerte, ja. Die Nürnberger die dann. Und wir melden uns nochmal beim Anpfiff. Bis dann. Tschüss.
Sekunden bis zur totalen Finsternis. Ja, dann kommen nämlich die ganzen Spieler rein. Und hier ist eine Krise. Und die Nürnberg-Fans! Also ganz eindeutig, die Nürnberger sind ganz klar im Moment besser drauf als die Lauterer. Und es sind auch nur noch 20 Sekunden. Ja, 20 Sekunden, dann wird die Mannschaft... Oh, jetzt schlagen die Schleppleitern zurück! Oh, jetzt... Das wollen wir sehen! Nürnberger Ultras. Und jetzt... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Tief.
Abstiegskampfspiel. Ganz viele lange Bälle. Vorne viele Fehlpässe, viele Fouls. Von Lautern ideenlos ohne Ende. Von Nürnberg kam immerhin ein bisschen mehr als von Lautern, die wirklich tot harmlos waren. Überhaupt nicht torgefährlich. Auch nach dem 0-1 hat man den Willen nicht so richtig gemerkt, das Ausgleichstor zu machen. Und nach dem 0-2 war es natürlich schon vorbei. Ja, die Stimmung war trotzdem gut, denke ich mal. Und ja, war eigentlich schönes Stadion, schöne Stimmung, scheiß Spiel. Nürnberg hätte auch noch mit 5-0 gewinnen können. Sie hätten jetzt zwei Lattentreffer und Riesenchance. Und ja, das war jetzt unser Video mit Geh ins Stadion von Kaiserslautern.